Heyo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Ründchen Placement Games hier in League of Bugs. Ja, keine Ahnung, was da los war, aber ich bin auch pünktlich ins Game gekommen. So eine richtig, richtig krasse Situation. So, ich dachte, hey, was ist mit meinem Bildschirm los? Was ist mit League of Legends los? Aber egal, ich hab's noch geschafft. Wir spielen mal wieder Jungle. Wir spielen Nerfight, dieses Mal Placement Game Nummer 2. Und ja, wir schauen uns mal wieder an, wie ich es im Jungle so gemacht habe. Aber diesmal etwas kürzer gefasst, weil das habt ihr ja letztes Mal schon gesehen. Das waren so die amüsantesten Camps, die ich gemacht habe. Ja, zweimal fast gestorben, einmal habe ich die Hilfe von der Jinx nochmal gebraucht. Ja, Malphite ist nicht ganz so einfach wie Amumu im Jungle. Aber gut, Minute 8, Minute 9, ich habe mir gerade die Ulti vom Crompt geholt und jetzt gehen wir Richtung Anivia. Ja, wenn so ein Stein auf so eine Anivia geflogen kommt, dann ist die erstmal down. Schöne Masaha-Ulti hier, wieder ein Masaha in meinem Team. Und ja, wir bekommen sie tatsächlich, auch wenn sie hier nochmal ihre Passive bekommt, nochmal ins Eis schlüpft. Trotzdem, sie wird sterben, ich krieg leider den Kill, ja, ich wollte ihm eigentlich mal Masaha lassen, aber gut. Kann man nichts dran ändern, insgesamt läuft es ganz gut, es steht 5 zu 1, so kann es weitergehen, würde ich sagen. Der nächste Gank steht an, nur eine Minute später, dieses Mal allerdings ohne meine Ulti, ja. Diesmal kann ich mich nicht in den Kampf einfach reinschmeißen, dafür hat Varo seine Ult, geht hier auf die Jinx, haut dann ab, weil ich hier um die Ecke komme, ja, aus dem River. Und dann wird es ein kleines Fangspiel mit dem Pike hier, der läuft ja erst nach rechts und nach links, dann changed er wieder den Weg und... Ja, war ein bisschen Abfuck, aber am Ende sind wir dann zu zweit auf ihn draufgegangen. Morgana fehlt hier die Q und dann wusste ich, dass er jetzt über die Mauer möchte. Genau, jetzt. Und ja, am Ende geht er dann noch Richtung Drake. Sieht so aus, als ob er entkommen konnte. Ich wollte erst nicht flashen, entscheide mich dann doch für den Flash und die Jinx-Ulti war da. Ja, Flash ein bisschen verbraucht, aber was soll's. Ich habe gerade gesehen, dass die Seen noch gar nicht wirklich vorbei war, denn der Master Yi ist noch vorbeigekommen und die Morgana ist auf der Jagd hier, fehlt wieder. Aber diesmal habe ich die Ulti und der Yi ist ziemlich am Ende und ja. Den habe ich dann noch kurz gesnackt, so, ja, kurze Nachspeise und er läuft immer noch hier. Die Anivia stirbt da oben und es steht einfach 8 zu 2, also diesmal ein Game, bei dem ich mich nicht über mein Team beschweren möchte, ja. Ziemlich krasses Team. Dann war ich erstmal ein bisschen im Jungle unterwegs, ja, hier ein paar Wards clearen. Gehört ja auch zu meinem Job hier als Jungler, natürlich die Botlane trotzdem im Auge, was passiert da unten, ja. Fangen die an zu kämpfen, denke mir so, nee, die sind zu nah unterm Tower, ich gehe mal Richtung Mitte und da... ist die Anivia im Bedrängnis, beziehungsweise der Malsaha auch. Malsaha macht dann die Ulti, ich brauche sie nicht einzusetzen, hab sie auch nicht und... ja, wir bekommen sie wieder diesmal ohne ihre Passive und es steht 9 zu 2. Es läuft und läuft und läuft. Wieder nur etwas später bin ich auf der Toplane auch mal unterwegs. Ja, hier ist der Garen, ich überlege mir so, kann ich den fighten? Dann gehe ich in den Fight, dann kommt auch von der Seite noch der Master Yi und okay. Dann denke ich so, ich muss ja weg, habe auch noch meine Ulti, das heißt, ich komme auch wahrscheinlich sehr gut weg. Zack, über die Wand mit der Ulti, der Garen hinterher und wenn der jetzt seine Ulti hat... dann bin ich RIP, ich flüchte natürlich unter den Tower und ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Glück darf man auch mal haben, ja? Ungefähr 3 HP gehabt, aber easy. Easy, der Yi wollte dann nochmal was, aber hat sich dann auch anders überlegt und ich komme wieder safe in die Base. Auch im Midgame konnte ich ganz gut meiner Arbeit nachgehen, habe mittlerweile einen Drake abgeholt, wie ihr gesehen habt, und bin jetzt im gegnerischen Jungle ein bisschen hier, auch seine Camps machen, ein bisschen ihm helfen und so. Es steht 18 zu 3, es steht auch gleich 20 zu 3, also ja. Das Game ist eigentlich schon entschieden, aber ich möchte hier trotzdem einen Red Buff machen, wie ihr seht, und jetzt passt man auf, Leute. Jetzt kommt da gleich von rechts unten, Bildschirmkante, kommt da gleich so ein Pike angerannt, ich bin übelst erschrocken erstmal. So, zack, erstmal, oh, oh, defensiv, dann gucke ich so, oh, ja, zack. Eine linke und dann ist der K.O. Und ich schieb hier Panik, also das war halt easy game. Kurze Zeit später, ich bin mit meinem Team, mein Team ist mit mir in der Midlane und wir greifen den Base Tower des gegnerischen Teams an. Und hier ist vielleicht auch so die beste Szene im ganzen Spiel, weil ganz ehrlich, bei einem Score von 21 zu 3 ist es keine Überraschung mehr, wenn ich sage, wir haben das Game verloren. Nein, Spaß, wir haben gewonnen. Haben jetzt gerade keine Minions mehr, der Turm steht also noch ein bisschen, auch wenn der Mundo das einfach wegtanken könnte. Aber gut, es entwickelt sich sowas wie ein Teamfight hier, einer der besten. Varus macht seine Ulti, kriegt aber nur den Mundo und der kriegt natürlich keinen Damage, wenn seine Ulti aktiviert ist oder heilt sich einfach dagegen. Und dann Malsaha Ulti gegen den Garen. Ich könnte jetzt auch schon reingehen, überleg's mir nochmal anders und gehe jetzt rein. Zack, zwei Stück weggeholt, Garen und Pike sind damit aus dem Spiel und ja,
Jetzt haben wir natürlich Überzahl-Game, 4 gegen 3, die Jinx ist halt gestorben und wir holen noch den Inhib und dann ist das auch, ja, durch das Spiel eigentlich. Ich zeige noch ein paar Sachen, aber es passiert nicht mehr so viel. Es ist natürlich auch noch was passiert, was ich euch nicht vorenthalten möchte, und zwar hier, der Pike greift die Jinx an, ich greife den Pike an und faile meine Ulti, okay, schon ziemlich bitter, dann wir müssen natürlich flüchten, aber die Jinx holt dann doch den Pike, dann denke ich so, okay, komm, wir gehen rein, dann kommt die Anivia, denke, okay, wir müssen flüchten, dann so, der Mundo kommt, okay, wir gehen wieder rein, alles klar, gehen wir wieder rein. Aber die Jinx denkt sich so, nee, wir lassen das, wir gehen nicht wieder rein. Ich gehe ein bisschen back, ihr zwei macht das schon alleine. Wir sind ja auch gut in der Überhand hier, Mundo geht dann drauf und ich denke mir so, reicht das, 3 gegen 1? Und plötzlich kommt dann noch so ein Yi um die Ecke, ich frage mich, wo kommt der Yi plötzlich her? Und ja, die Jinx viel zu weit weg und ich bin tot. So eine Kacke, in dem Game zu sterben, dass wenn ich hier nicht gestorben wäre, das wäre halt das... Dann wäre es kein A geworden, sondern ein S und ich hätte eine Kiste bekommen. Nichtsdestotrotz haben wir das Game natürlich gewonnen. Hier seht ihr jetzt den letzten Teamfight. Ich gehe nochmal rein, auf den Pike drauf, zack, Pike tot, Morgana hat ihn sich geholt, Malzah holt in der Zeit Anivia, ja, die Anivia hatte gar keinen Stich gegen den Malzah, muss ich sagen. Der hat echt gut gespielt, generell mein Team unglaublich gut. Ich würde sagen, ich habe mich sogar ein bisschen gecarried, weil ich war halt echt viel im Jungle unterwegs, habe auch 122 Farm, das ist ganz gut für meine Verhältnisse. ja, und ich beende hier das Game mit einem 5:1, der Tod, der nervt mich echt ein bisschen, hätte nicht sein müssen. Aber am Ende haben wir dann doch sehr locker easy gewonnen und hat auch Spaß gemacht, das Game. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.